Herzlich willkommen bei La Comba. Ich grüße euch, liebe Pyros und YouTuber. Ich fange heute an mit dem Unboxing meiner Silvesterbestellung. Das erste Päckchen ist heute eingetrudelt und das boxe ich heute mit euch an. Und ich würde sagen, wir schauen mal gemeinsam rein, was hier drin ist. Nico steht drauf, Nico ist aber nicht drin. So, schauen wir mal, was ich mir hier gekauft habe. Oh, mir lachen mich schöne Sachen an. Ich werde mal den Karton hinter mich stellen und die einzelnen Sachen dann rausholen und euch hier vorne zeigen. So. Schauen wir mal. Fangen wir an. Funke aus dem Hause Funke. Haben wir hier die, was war's denn? Towards Dead End. Ne 416 Gramm NEM Cake mit 20 mm und 49 Schuss. 18 Sekunden geht das gute Teil. Sieht so aus. Ich hoffe, man sieht es gut. Ich habe hier noch keine vernünftige Tischlösung gefunden. Deswegen hier eine Tonne. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich lege die mal hier so hin. Machen wir weiter. Honey Badger, auch aus dem Hause Funke. Dazu gibt es ein Video auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen. Schallerzeuger P1 mit einer NEM von 6 Gramm. Die sind echt gut, die Dinger. Machen wir weiter. Und zwar, was lacht mich hier an? Aus dem Hause Elgato Pyrotechnica, die Terremoto 50 Schuss. Eine sehr, sehr, sehr schnelle Batterie. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie viel NEM die hat. Ja, 391 NEM. Und ja, dauert sage und schreibe eine Sekunde. Hier werden 50 Schuss in einer Sekunde abgefeuert. Sieht so aus. Elgato. Geiles Teil. Als Finale oder auch als Anfang, finde ich jetzt persönlich. Mach mal weiter. Noch eine Funke. Und zwar die... Ah, Towards Dead End habe ich mir zweimal bestellt. Okay. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und dann zu guter Letzt. Moment, ich hoffe, man sieht es noch nicht. Verrat es noch nicht. Ich tue die mal eben weg hier. Weil die sind jetzt im Weg. Ja, Leute, ich freue mich schon richtig auf Silvester und ich hoffe, wir kriegen kein Verbot. Könnt mal eure Meinungen unten reinschreiben. Ja, was ihr meint, gibt es ein Verbot, gibt es kein Verbot. Meine persönliche Meinung, so wie es jetzt aussieht, Stand der Dinge, und ich bin mir auch ziemlich sicher, zu ja 88%, nein, sagen wir 90%. Dass es kein Verbot gibt dieses Jahr. Und hier zu guter Letzt von Blackbox Alpha Tier. Eine richtig schöne, geile Cake hier. Fast 1 Kilo NEM, eine Steighöhe von 60 Meter und Kaliber 25 und 30 mm. Hat eine Brenndauer von 20 Sekunden mit einer Plus-Minus-Angabe von 15%. Ja, auch sehr kurz und schnell geschossen, aber ein sehr schönes Teil.
Die sollte, meine ich, schon, Moment, jetzt will ich nicht lügen, 2021 auf den Markt kommen, ist denn aber erst letztes Jahr quasi erschienen. Und dann gab es ja wieder das Verbot. Ja, und jetzt haben wir sie dieses Jahr. Und ich hoffe, wir können sie schießen. Ja, sehr schön. Alpha-Tier von Blackbox. Gibt gleich am Ende noch mal so eine kleine Übersicht. Ja, hier noch mal die Zusammenfassung. Was gibt es noch zu sagen? Gekauft habe ich das Ganze bei welovepyro.de, also we-love-pyro.de. Ein neuer Shop, der dieses Jahr eröffnet hat. Und ja, meiner Meinung nach ein sehr guter Shop. Die haben sehr gute Qualität, beziehungsweise ein schönes Angebot, nicht zu viel, nicht zu wenig. Dafür coole Sachen. Preis-Leistung finde ich auch tipptopp. Kann ich nur jedem weiterempfehlen. Wenn euch das hier gefällt, was ich hier mache, liebe Pyros, dann würde ich mich über ein kleines Abo freuen. Ein Däumchen, und wer nichts verpassen möchte, der kann auch noch das Glöckchen aktivieren und ihr werdet immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. So, ich packe jetzt alles wieder ein. In diesem Sinne, La Comba grüßt euch und wir sehen uns zu meinem nächsten Unboxing. Die Bestellungen werden jetzt nach und nach reinkommen und natürlich werde ich euch nichts vorenthalten hier. Ich werde euch alles zeigen. Viele Neuheiten werden kommen. Haut rein, macht's gut. La Comba grüßt euch. Tschüss.